Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 und dem Beagle. Wir sind in Frankreich. Frankreich. Mit Sally zusammen. Chloes Wunsch wurde nicht erfüllt, dass sie nach Frankreich darf. Warum auch immer. Nate ist da gnadenlos. Ich hatte ja letztes Mal angesprochen, dass man mehr als verschollene Städte hätte machen können. Zum Beispiel gibt es den Heiligen Gral, den hatte ich schon mal angesprochen. Was haben wir denn da gefunden? Antiker Wachssiegelstempel. Stempelt, was genau? Don't know. Das könnte alles heißen und nichts. Naja. Der Heilige Gral unter anderem ist ein Mythos. Und alle Legende. Und wenn es einen schönen Spruch gibt, dann hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit und hinter jeder Legende. Alexanders Grab ist auch immer noch verschollen. Es wurde nie gefunden. Auch daraus hätte man eigentlich eine wunderschöne Story machen können. Aber nun denn. Und es gibt noch zig so Sachen. Man muss sich nur ein bisschen in Griechenland, Ägypten und Co. umgucken. Gerade da, wo so viel Geschichtsträchtiges passiert ist. Aber auch China. Komm hier durch. Ganz genau. Japan. Da ist er. Wie in Lawrence Notizen. Ja. Vertrau mir doch einfach, Sally. Nate irrt sich selten. Außer es geht um private Das Schloss war Beziehungen. vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Eine ganz neue Schlucht. Einfach so dahin gemacht. Komm, wir finden einen anderen Weg. Die wussten, Sally und Nate kommen und haben einfach eine Schlucht dahin gemacht. Ist doch klar. Wer kennt's nicht? What? Ich dachte, da sitzt einer. What? Ist das eine Panflöte? Ach so, ich dachte schon, was steht da bitte? Na gut. Nee, ist okay. Aber auch, ich meine, wir suchen jetzt das Atlantis der Wüste, quasi. Man hätte, anstatt das Atlantis der Wüste auch das echte Atlantis nehmen können. Auch da rangen sich ja Sagen drum. Hier lang. Legenden, Vorsichtig. Mythen. Da hätte man sicherlich was. Wobei, na gut, Atlantis ist Ich weiß nicht, natürlich ob wir gefühlt. sicher, dass wir hier richtig sind. Es Ja. ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sally? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Aha. Der Rest kam dann später hinzu. Oh Gott, das ist. Sie stirbt nicht an Feinden, aber sie stirbt, weil sie Schluchten nicht sieht. Das hat er gut gemacht, ne? Oh, guck mal, die Blümchen hier. Wenn das mal gut geht. Was? Ich finde die Blümchen schön. Ich finde alles hier schön. Grafisch ist auch Uncharted 3 wieder auf Höchstleistung. Sehr, sehr. Wow. Was mutest du dem alten Mann eigentlich Ah, worauf ständig wartest du? zu? Ich habe ihn für dich gelockert. Ja, das ist das Problem. Was mutest du dem alten Mann eigentlich zu, Nate? Hey Sally, dein nächstes Auto. Oh Mann. Ein 1927er Urban. Okay, ich glaube, der wird den sogar noch schick finden und aufbereiten können. Guckt es euch an. Das sieht sehr schick aus. Kann ich hier wirklich einfach runter? Das sieht so aus. Oh, okay, vielleicht nicht Ja, so. und das, Herr Zauberer? Na Kunst. Ziemlich kitschig. Was ist denn das hier? Das ist doch nicht kitschig. Was ist daran kitschig? Niemand außer Nate weiß es. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig, wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat. Müssten wir es hier finden. Okay, der gute Gottfried. Oder Godfrey? Godfrey. Entschuldigt, Leute, nicht Gottfried. Natürlich nicht. Hier wachsen so schöne Blümchen. Ich kenne die auch. So. Nicht vom Namen her, aber ich kenne sie. Mich auf. So kommen wir da nicht rein. Nein, ich will mich aber trotzdem umgucken. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Das kannst du in der Warte. Tat, Nate, aber ich Lass will mich mich raten. trotzdem Du umgucken. bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. In der Tat, Okay, tuscht fackel tut das er. Schloss nicht ab. Oh, ja.
Foreshadowing. Ah, ich habe den Weg gefunden, aus Versehen. Nee, nee. Machen wir gleich. Ich kletter da gleich hoch. Promised. Aber bin ich da reingekommen? Ich glaube, da bin ich reingekommen, oder? Oh, ja, da bin ich reingekommen. Ach, da geht's auch gar nicht weiter. Das ist ja unschön. Okay. Man hört Nolan Norths Stimme doch immer noch zwischendurch raus. Ist okay. Ich mag Nolan North. Er hat übrigens in Pretty Little Liars mitgemacht und einen Vater gespielt. In einem der... Da war der gar nicht so sympathisch. Was für mich schlimm ist, weil ich nun, wie gesagt, ihn wirklich... Nee. Schade, ich dachte, Schatz und so. Weil ich Nolan North als Nate wirklich mag. Er hat Nate ein Profil gegeben, das schon fast sehr ikonisch ist. Keine Ahnung, ob das meiste davon einfach geschrieben ist oder... Ich will mich nicht verletzen. Ich weiß nicht, wie viel Nolan North dazu zugesteuert hat, aber wenn ich den Gerüchten glaube und das, was so erzählt wird, dann hat Nolan North sehr viel dazu zugesteuert. Und das finde ich cool. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Aber ich sehe nicht, dass er aussieht wie... Ich denke mir immer die ganze Zeit so, oh, okay, hätte ich jetzt drauf kommen sollen, dass das Nolan North ist? Und dann denke ich mir, nee, sorry Leute, aber ich sehe da keinen. Auch einen jungen Nolan North sehe ich da irgendwie nicht drin. Auch ganz zum Schluss, wo im Teil 4, da sind die Gesichtszüge und alles drum und dran ja so detailreich, so heftig, das werden wir auch alles noch sehen. Sehe ich Nolan North nicht. Und alle schreien jetzt vermutlich wieder, nein, natürlich ist da Nolan North drin. Ups, Entschuldigung, Nate. Hey, Junge, hier oben, hier ist eine Kette. Okay, zurück, ich schieße das Schloss auf. Auf, dass du nichts anderes kaputt schießt. Wo denn? Ich sagte Schloss. Wo denn? Hier? Nee. Warte mal. Nee, da auch nicht. Sully, wo denn? Verratet. Was hängt denn da? Ich will gucken. Das sieht eigenartig aus. Hä? Bin ich jetzt gänzlich doof? Muss ich irgendwie wieder hochklettern? I try. Zack. Da ist eine Art Kette dran. Warte mal. Hier, das hier? Nein. Ach. Was habe ich denn für eine Waffe? Interessant. Ich habe keine Ahnung, was der mir mitteilt. Da darf ich nicht hochklettern? Leute, das muss ich. Ach, da oben. Wait for it. Ja, nur weil sie es mir jetzt gezeigt haben, heißt das nicht, dass ich checke, was ich tun muss. What? Jetzt haben sie mir das so schön gezeigt. Ich weiß aber einfach nicht, was die von mir wollen. Ach. Oh, Leute, warum zeigt ihr mir bitte... Bitte schön, Sully. Warum haben die mir denn jetzt bitte da die Treppe gezeigt, wenn dieses Fenster gemeint ist? Okay, wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Yep. Oh Mann, schau dir das an. Finden wir den Burgfried? Oder den Burgfried? Das ist hier die Frage. Warum habe ich jetzt nochmal Schinzern im Kopf, wie er Arctics-Musik spielen lässt? Oder? Was? Was versuchst du? Nate, ich habe nicht zugehört. Ich habe wieder Werbung gemacht. Aber warum werde ich hier direkt abgestraft, wenn ich Werbung mache? Kann mir das jemand erklären? Ich schäme mich nicht für meine Werbung. So nämlich. So, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Hey, gib
Mach mit an. Ja, ich komme. Da, okay. Ich musste doch nicht so sehr aufpassen, wie ich dachte. Alles gut. Ja, weil das kippt natürlich auch nicht um. Oh, danke, Sully, das ist lieb. Die Kronleuchte an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Oh, Sully ist hier. Profi. Wo denn? Bin ich jetzt schon wieder dran vorbeigerannt? Ich muss irgendwie darüber. Ja, idealerweise vermutlich mit... Warte mal. Oh, sie? Ich kann das? Geht das? Das geht. Weil das auch nicht gefährlich ist. Ah! Nein. Das war nicht das. Ah! Also war das gewollt, dass ich da runterfalle? Dann war es nicht mein Problem. Ich überlege gerade, das muss ziemlich heftig hübsch gewesen sein, als es noch ganz war. Kein Schatz irgendwo hier. Das ist ja niederträchtig. Ja. Deswegen mache ich. Ich dachte schon, die Kameraperspektive war jetzt sehr eigenartig. Okay. Also ich weiß nicht, mir ist das in den letzten Teilen nicht so heftig aufgefallen, dass man beim Rumstöhnen Nolan North so heftig raushört. Oh, ah! Ich will nicht nochmal klettern. Warte. So. Gut, los geht's. Gemeinsam sind wir stark. Ja, dachte ich mir. Hallo, Sully. Das soll eine Popcornmaschine sein? Cool. Wo ist das Popcorn? Na gut. Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Eine Küche. Eine ziemlich vergammelte Küche. Nee, warte mal, Leute. Ich bin hier jetzt aber. Ich werde schon wieder einfach nicht belohnt, mich umzugucken. Das ist unglaublich. Das kann ich nicht hinnehmen, Leute. Ich habe letzte Mal schon nicht geschafft, kompetenter Schatzsucher zu werden. Dann muss ich das doch wenigstens diesmal schaffen. So, warte mal. Ach, das war sogar gewollt. Na gut. Das ist doch gemein. So sehr gewollt. So. Guck mal, Chloe kann doch wegen dir nicht in nach Frankreich. Warum können wir ihr nicht aus Frankreich irgendwas mitbringen? Weil Nate nein sagt. Na gut. Hey Nate, der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Laurens Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Oha, Sully hier. Glanz Sully. Guck mich erst hier um, Leute. Da ist so. Da kann ich mich nicht umgucken. Na gut, dann nicht. Ist ja niederträchtig hier. Ah, da, ich sehe es von hier. Weil ich ein kompetenter Schatzsucher bin, habe ich das gesehen. So, was haben wir hier? Luisidor-Münze von Ludwig, dem 14. Ne, 16. Den 16. Entschuldigung. Wenn es davor gestanden hätte, dann wäre es 14 gewesen. Also vor dem V. Wobei ich ja römische Zahlen einfach abgrundtief scheiße finde. Je höher es geht, umso verwirrender ist das einfach nur noch. Sully, wo müssen wir hin? Ach so, aus dem Fenster raus. Ja, ist okay. Uihi! Hier stehen Couchen und so ein Kram rum. Die Musik ist, glaube ich, absichtlich die ganze Zeit ein bisschen orientalisch gehalten.
Aber ich schwöre euch, als wir in diesem Geheimversteck von denen waren, es hätte auch genauso gut in einem Tomb Raider-Spiel sein können, wenn Lara irgendeine geheime Organisation hier wieder auseinandernimmt. Deswegen, also das auch Teil 3 ist vor. Doch, Teil 3 ist definitiv vor Tomb Raider, dem Remake, rausgekommen. Man kann aber nicht leugnen, dass auch Uncharted sich an Tomb Raider orientiert hat. Und ganz ehrlich, ich find's legit. Die ersten Tomb Raider-Teile sind alle so geil. Na, auch Legend bis Underworld, ziemlich geil. Eine schicke Bibliothek. Oh, Rätselteil. Ich kann mich erinnern, dass ich für das Rätsel zu doof war. Es gibt Rätsel, für die bin ich schlau genug, und es gibt Rätsel, für die bin ich einfach so strunzdumm. Ja, das bedeutet was, oder? Oh, das bedeutet was. Vielleicht, Sully. Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Und am Ende ist es der Kamin, wetten. Boah, ich habe von diesem Spiel noch viel weniger alles im Kopf als von allen anderen Spielen von Uncharted, weil ich habe es wirklich nur einmal gespielt. Ein einziges Mal. Boah, wie viel Mühe der sich immer gibt, ne? Das könnte, also, wenn da jetzt noch Tage und Monate drin wäre, könnte es ein Bullet Journey sein. Irgendwas stimmt mit diesen Ritterrüstungen nicht. Ja, ja, Sully. Ja. Habe ich hier nämlich drin. Also. Wir haben einen Schildtypen mit Axt. Einen Axttypen mit Schild. Ein Knüppeltypen mit Schild und ja. Don't know. Nein, nein, nein. Das war zu schnell. Okay, klar. Lass mal gucken. Ach, 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 ach. Also, der Typ mit dem Schild, der guckt zu dem Typen mit der Axt. Oder? Ach, sag bloß, Dude. Warte mal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der guckt so hin. Sockel drehen sich. Ja. Interessant. Mal sehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viele Xe hat das? Ja. Hier, schau. So, der guckt. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Ja, ja, ja. Die hier in dem Raum. Hast du's? Ja? Gut. So, also Axttyp guckt. Der hier guckt zum. Vielleicht müssen wir die Kette in die richtige Richtung bringen. Ja, aber wie rum ist richtig? Bin dabei. So, und dann haben wir hier den mit dem Schwert. Der mit dem Schwert guckt zu dem mit der Axt, und der mit dem Knüppel da vorne guckt zu dem mit dem Schild. So simpel? Habe ich das Rätsel verwechselt? Okay. Du lagst richtig, Sully. Ja, ich würde es an Sullys Stelle auch rein. Na, dann mal los. Leute. Okay. Das war einfach. Auf drei, klar? Was? 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Oh, I'm a Nate. Nate? Hey, bist du okay? Ja, ich überlebe. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig doch. Warum sind wir jetzt überhaupt den geheimen Weg entlang gegangen, wenn es offensichtlich noch einen anderen Weg gibt? Just asking. Ich sehe es, und ich höre Dinge. Oh, das ist doch was. Jugendstil Gürtelschnalle. Das wäre doch was für Chloe, oder? Aber Chloe ist nicht so der Typ. Das ist nicht rot. Naja. Was ist das für ein Geräusch? Das sind die Spinnen, die hier gerade hergerannt sind. Date. Ach so, nein, ich muss da durch. Hier sollte ich durchkommen. Nein, nein. Ich gebe zu, ich habe zwar keine Platzangst, aber da hätte ich wohl Platzangst. Stell dir mal vor, du bleibst da stecken. Du kannst nur hoffen, dass... Oh! Oh!
Nee. Da war ja was. Oh. Was? Ich kann hier tauchen? Das machen wir nächstes Mal. Leute, wir sind in dieses Schloss rein. Chateau. Und suchen Dinge und haben ein Rätsel, das kein Rätsel war, gelöst. Ich habe es, glaube ich, mit was anderem verwechselt. Es kommt nämlich mehrere Sachen auf uns zu in diesem Spiel. Schaltet nächste Mal ein, wenn wir versuchen, Sully wiederzufinden, der den einfacheren Weg geht, offensichtlich. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das Chateau so findet. Das war bestimmt mal richtig schick. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Habt einen schönen Tag. Haut rein.